Wir sind zu Gast im Olympiastadion in Berlin. Liebe Zuschauer, willkommen zu dieser Begegnung. Mein Name ist Wolf Fuß, neben mir ist der Kollege Frank Buschmann und wir werden dieses Spiel wie gewohnt für Sie zu Hause kommentieren. Und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. Hertha BSC gegen VfL Bochum. Dann schauen wir doch mal, wie sich dieses Spiel entwickelt. Ich glaube, das wird spannend. Beide Mannschaften werden das Spiel sehr ernst nehmen. Und so werden es die Herthaner heute angehen. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Der VfL Bochum wählt heute diese Aufstellung. Sie spielen es heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen sie nachrücken. Anstoß Hertha BSC. Gutes Dribbling jetzt, Abwehr muss aufpassen. Jetzt die Flanke. Erstmal Gefahr bereinigt. Jovetic. Dodi Luke Bacchio. Oh, viel Platz jetzt. Das ist gut. Sie unterstützen den ballführenden Spieler. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. Jetzt kehrt erstmal wieder Ruhe ein. Außen ist Platz für Bochum. Und der Angriff ist wohl erstmal vorbei. Niederlechner. Dieser Pass findet sein Ziel nicht. Ganz energisch. Da kommt die Flanke. Ja, gute Hereingabe. Was machen Sie draus? Dodi Luke Bacchio. Er spielt steil. Phänomenal! Ohne Worte! Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Trifft den Ball wunderbar, ist auch technisch klasse. Alles richtig gemacht bei diesem Abschluss. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Plattenhardt. Das könnte eine Gelegenheit werden. Aber dann verlieren sie den Ball. Damit ist die Gefahr erstmal bereinigt. Dodi Luke Bacchio. Und die Balleroberung. Wichtig. Takuma Asano. Janko. Stöger. Sie verteidigen erstmal den Ballbesitz.
Eine gute Möglichkeit hier, es gibt Ecke. Hier nochmal die Wiederholung des Führungstores. Kurze Ecke. Den Ball holt er, gut verteidigt. Vorteil ist angezeigt, gut vom Unparteiischen. Er holt sich den Ball. Lucia bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Hoffmann! Parade und dann geht der Ball an den Pfosten. Können Sie den Angriff starten. Er zieht ab. Der geht an die Latte und zurück ins Feld. Er bringt den Ball nicht raus. Abwehr macht zu. Schade, eine gute Szene. Da wäre der Ausgleich fast gefallen. Aber Sie haben es gehört, wir haben es gesehen. Aluminium. Und Sie müssen weiter Druck machen. Sie ziehen den nächsten Angriff auf. Vielleicht haben Sie jetzt mehr Erfolg. Gut den Ball verteidigt. Den Ball hat er. Niederlechner. Das war's für diese erste Hälfte. Wir hören den Pausenpfiff. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Florian Niederlechner. Jovetic. Das war eine gute Chance und damit hätte er sein zweites Tor machen können. Aber der Torhüter ganz sicher und kann den Ball halten. Es gibt einen Wechsel. So, Ecke kommt. Den kann er natürlich ganz locker halten. Da war bei weitem nicht genug Druck hinter diesem Ball. Jovetic, Niederlechner. Und ich glaube, damit ist die Gefahr jetzt erstmal bereinigt. Sie üben schon früh Druck aus. Lucia. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Machen sie gut. Steilpass. Gut in den Lauf gespielt. Sie erhöhen auf 2 Tore. Wichtiges Tor. Da hat er es geschafft. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Es wird jetzt hier gewechselt. Ja. 2-0 steht es hier. Sie machen einen guten Eindruck. Takuma Asano. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren.
Stefan Jovetic. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Wieder lässt er sich nicht aufhalten, wieder das Tor. Heute schon sein zweites. So, wir schauen uns die Wiederholung dieser Szene nochmal an. Erst kommt der Pass und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert und da gibt es nichts mehr zu halten. Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3:0. Der Ball ist über der Linie, Einwurf. Hier wurde auch Vorteil entschieden. Sehr gute Entscheidung. Dominik Heinz. Janko. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Gibt Einwurf. Und jetzt kriegt er doch noch seine Strafe. Der Schiri belässt es allerdings bei Gelb. Ja, für mich geht das in Ordnung, Wolf. Hartes Einsteigen, aber nicht überhart. Wir sehen den Wechsel. Jovetic, Niederlechner, Dodi Luke Bacchio, Kevin Prinz Boateng, abseits, boah, das war eng. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Da fangen sie den Pass ab. Wichtiges Tackling hier. Das gibt ihr Abstoß. Dodi Luke Bacchio. Jetzt wird es hier Eckball geben. Die Ecke kommt. Erstmal der Befreiungsschlag. Und jetzt der Schuss. Lässt sich nicht beirren, den hält er. Da kommt die Ecke. Sie spielen erstmal raus. Chance für den Konter jetzt. Abwehr muss aufpassen. Da ist der Ball dann doch weg, da müssen sie mehr draus machen. Erstmal Ballverlust. Reguläre Spielzeit ist vorbei. 3 Minuten Nachspielzeit. Packt der Unparteiische noch oben drauf.
Da setzt er sich gut ein. Was macht er jetzt? Schießt er ihn rein. Den Ball hält er gut. Ecke kommt in den 16er. Großartige Aktion vom Abwehrspieler. Da rettet er in letzter Sekunde. Ich war mir so sicher, dass das ein Tor wird. Klasse reagiert. Das Spiel ist aus. Die Gastgeber gewinnen also diese Partie. Das ist schon ziemlich beeindruckend, wie sie heute aufgetreten sind. Man hat gemerkt, sie wollten dieses Spiel unbedingt für sich entscheiden.